Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Ready or Not. Ja, dem bin ready. SWAT-Einsatz-Simulationsspiel Ready or Not. Nackig oder sorry. Nüsse? Ja. Ready or Not. Modern Nüsse, Alter. Christian ist am Start, Jay ist am hallo. Start, Sepp ist am Start hallo. Und ich bin's auch. Und wir haben ein Ziel. In diesem Haus vor uns müssen wir die Geiseln retten. Wir sind unterschiedlich ausgestattet. Ich habe zum Beispiel eine Paintball-Gun und keine Nachtsicht. Jay hat, keine Ahnung, was hast du? Shotgun-Nachtsicht. Shotgun und das Nachtsicht. Wichtigste, ich habe einen Taser. Oh. Ja, okay, sehr gut. Ich habe. Oh, du bist so ein Affenkopf. Das gibt Minuspunkte. Das war bewährt. Ja, ich hoffe, das gibt nicht Minuspunkte für das ganze Team. Mhm. Okay, ja, und hier haben wir, Christian hat eine, was hast du, Christian, für eine Waffe? Eine M4. Eine M4 mit Laser und Sepp hat eine MP und ist mit Schild ausgestattet. I'm the front man. Okay. Wir haben 5 Ziele. 5 Ziele, woher weißt du das? Weil ich Tab drücken. Tab drücken, yo. Bring order to chaos. Oh, Crystal müssen wir saven. Arrest or neutralize any contact at the scene. Ja, wir müssen die alle Civilians rescuen. Meth. Wir müssen. Ohne Witz, Bram ist nicht dabei, weil er böse ist. Wir müssen Bram das Handwerk legen. Bram, ist das deine Garage hier? Ja. Das ist ja mega nice. Aber ist denn bei den Arrest or neutralize, zählt dann rein Arrest 2 Suspects? Also 2 müssen wir auf jeden Fall verhaften. Ja, aber gut, kann natürlich abkrallen. Sein, dass es mehr als 2 Suspects gibt, wir aber mindestens 2 verhaften müssen. Ja, eben, das meinte ich ja. Ja, wahrscheinlich gibt es mehr als 2 Bösewichte. Oh, ich kann schlagen. Leute, ich habe hier kein Crystal Meth gefunden in der Garage. Ja, okay, lass wieder zurück. Ja, dann lass wieder gehen. Ja. Ist das denn überhaupt. Ist das ein Viererspiel oder mit wie vielen Leuten geht das maximal? Das weiß ich nicht. Das ist alles safe. Jay, lass mich doch vorgehen, ich hab doch ein Schild. Gehen Sie vor. Ja, du. Ich bin nur um deine Gesundheit besorgt. Ja, ist okay, warte mal, dann schalte ich um auf deine. Moment, sollten wir nicht erstmal gucken, ja, draußen, guck erst mal, wo so Eingänge gibt? Genau, und so. Wo Eingänge sind. So ein Eingang hier oben, also. Ich wäre auch dafür, dass wir uns aufteilen. Können wir nicht einfach klopfen? Okay. Also, wenn es mehrere Ein- und Ausgänge gibt, dann sollten wir alle Ein- und Ausgänge decken. Also, ich habe hier eine Tür gefunden. Ich sehe schon 2 Türen. Hast du eine Tür gefunden? Rechts ist ein Müllhaufen, da kommt man nicht drüber, der ist unüberwindbar. Okay. Hier vorne ist eine Tür und noch eine Tür, oder was? Oh, Jay guckt schon mit der Kamera Fenster rein. Ich versuche zumindest, ich gucke, ob man durchs Fenster gucken kann mit der Kamera, aber das kann man offensichtlich. Hinten ist eine Hintertür. Es gibt also 2 Türen. Niemals das in der Geschichte hat X eine wichtige Stelle markiert. Ja, also hinten gibt es noch eine Rücktür, also eine Gartentür quasi. Ja, okay, das heißt, da wir typ. Haben 2 da Teams. Ist typ. Da ist ein Typ. Wo da ist bewegt da? Sich einer. Kannst du die tasern? Ah, du siehst den durch den Schlitz, okay. Ja. Okay, ich würde sagen, Jay und ich sind an der Hausvordertür. Ist die eigentlich abgeschlossen, Jonathan? Das weiß ich nicht. Ich hab erst mal geguckt, ob hier clear ist. Also habt ihr beide so eine Kamera? Ich hab eine Kamera. Jay hat eine Kamera und du hast eine Kamera. Nee, ich hab keine Kamera. Wait. Haben wir nur einen mit einer Kamera? Na dann. Du hast ja ein Schild, Sepp, ne? Ich hab ein Schild. Ich hab eine Kamera. Also wie ist der clear da, Jay? Ja, sieht clear aus. Könntest du die Tür aufmachen oder müssen wir die lockpicken? Ich würde sagen, wir machen die Tür auf. Du kannst auch gerne vorgehen mit deiner Shotty. Oder ich gehe vor. Da ist ein Dude. Kannst du den. Geh ruhig vor. Warte mal, das ist voll kompliziert, wenn wir 2 Teams haben. Das funktioniert nicht. Lass nur einen Weg gehen. Okay. Weil wenn wir die ganze Zeit durcheinander reden, geht dann von vorne bis hinten schief. Ja, aber das. Okay. Wo sind die denn? Ja, aber das funktioniert ja nicht, Christian. Wir reden jetzt schon die ganze Zeit durcheinander und hören uns nicht vernünftig zu. Das geht ja nicht scheinbar. Also hier ist ein Dude. Der hat keine Waffe und ist verwirrt. Ist egal, die musst du eh erstmal alle anschreien. Okay. Oh, was hat der jetzt? Schon gerufen. Ja, ich seh den ja auch, der guckt mich ja auch an! Wie mach ich die denn auf? Ich mach die mal wieder indem zu! Indem du durchgehst! Achso, sag das doch! Das ist nicht Bram. Okay, mach den, handcuff den mal. Ja, okay. Relax. Hat er unser Meth? Ja, hier draußen im Garten. Okay. Okay, der scheint wohl easy zu sein. Ich guck mal hier unten runter. Ja, mach mal. Ich guck mal oben drüber. Oh, ne, geht nicht. Oh! Oh! Ich sehe Müllbeutel. Oh! Ich sehe 2 Kisten. Oh! Ich sehe das. LOL! Die geht gerade Meth kaufen. LOL! Das ist ein Zivilist.
Also glaube ich zumindest. Die klopft da gerade an der Tür. Warte mal, vielleicht macht da gleich einer auf. Ja, aber vielleicht macht da gleich einer auf. Nee, doch nicht. Jetzt geht's. Hä? Wieso läuft die Bikini rum? Voll nice. Ja, weil die krassen Crystal kaufen will, Jay. Wo geht sie jetzt hin? Sie klopft da irgendwo. Okay, ist ja, da jetzt irgendwas Relevantes oder können wir da rein? Wir können da rein und rechts rum und die anschreien. Okay. Ja, okay, let's go. Rein, rechts rum, schreien. Alter, die ist ja, gar so nicht so. Taschenlampe wäre hier aber gar nicht so unsmart. Doch, gewesen. Das sah so aus, als ob die Bikini anhat. Eine Taschenlampe wäre hier nicht so unsmart gewesen, merke ich gerade. Ich habe eine Taschenlampe. Ich gehe links rum und gucke, ob noch jemand außerhalb ist. Oh Gott. Kann ich die durchsuchen? Vielleicht hat sie ja das Zeug dabei. Ach nee, das ist ihre Unterhose, die so leuchtet. Oh, ja, ich sag ja, das sieht komisch aus. Nein, der Garten ist noch riesig, da gehe ich nicht alleine ohne euch rein. Ich checke mal kurz hier die Türen alle. Weil ich ja, dann sollen wir erst den Garten checken vielleicht, oder machst du das mit mir, Christian, währenddessen? Ja. Ah, hier ist der Haupteingang. Das Problem sehr ist, gut. Also, ich habe keine Taschenlampe. Ja, du, ich habe eine. Guck, da ist ja wirklich, ich sehe ja nix. Da ist die Meth-Höhle. Das sieht aus wie eine Meth-Höhle. Da ist eine Meth-Höhle, Leute. Also, ja, aber lass dann oben noch drüber gucken, sicherheitshalber. Jay kann ja oben drüber oben gucken. Oben drüber? Ne? Nein, nein, hier geht noch eine Treppe hoch, ah, bevor die uns jetzt von oben in den Kopf schießen. Ja. Alter, wie groß ist denn dieses Level? Ist doch okay. Haben wir eine Zeitvorgabe? Da ist noch eine Tür. Jay, kann man hier unten hin? Hier ist eine Tür. Okay, kann man hier reingucken. Hier oben ist noch ein Ausgang. Also hier kommst du auch in die Höhle rein, scheinbar. Oh, fuck us. Und ich sehe, oh Gott, ist das. Ich bin mir nicht sicher, ob hier, ich glaube, hier hausen Spinnen. Ich sehe Spinnennetze. Das ist Tarantula. Als Bienen? Ja, Bienen. Alles voller Bienen. Hier ist auch wieder eine Tür. Okay, lass mal dieses Haus hier checken. Wir sollten erst mal das Haus clearen, oder? Ja, so langsam bin ich auch der Meinung. Wir kommen auch gleich. Guck dir mal an, hier sind die Mariuna-Pflanzen. Ja, wo seid ihr denn? Oben wir sind die Treppe hochgegangen, während du da durch die Türen guckst, wollten wir kurz in den Garten gucken. Bevor sich nicht da reinfallen. Lol, hier ist noch mal ein Haus? Oh ja, stimmt, hier ist noch irgendwas. Ja, hier ist nur eine Garage, wo wir drin sind. Also wir kommen jetzt erstmal wieder zu euch. Ja. Kannst du von hier oben runter gucken, Peter? Wo ihr seid. Ah, Jay, die sind doch hier in der Garage. Das sind die, glaube ich, die beiden, oder? Ich weiß nicht, die sieht auf jeden Fall verwirrt aus. Ja, das sind die beiden. Alter, sind das Zombies? Ohne Scheiße, ich würde jetzt sagen, ich gucke hier Resident Evil gerade. Oder ja, ich spiele Resident Evil. Bestimmt. Nee, ich kann da nichts durcherkennen. Das ist ein richtiger Crackhead. Nee, da war nur so ein Loch im Boden. Ja, genau. Also, ja, wir kommen hier zu in euch. Der Tür ist ein Crackhead. Okay, ja, sag ich mal, direkt dahinter. Okay, warte mal, Jay. Wo sind die denn? Ja, die sind hier noch am hier Haupthaus. Zurück, rechts, zurück, rechts, nein, Haupthaus. Nein, zurück und rechts. Wer auch gerade hier ist durch die Tür. Warte, ich komm noch mal. Achso, ich dachte, wir nehmen die Meth-Höhle. Umdrehen. Ich sehe. Wait. Wait, ihr seid da hochgegangen? Ja, so. Hier ist eine Tür. Da ja, die haben wir auch schon gecheckt. Okay, dann machen wir erst das Haus. Da ist der hinter. Da ist der hinter. Kennst du den Taser, direkt. Jay? Dann gehe ich vor und du taserst. Meinst du, ich taser die direkt, oder was? Du kannst ja, wenn du erst anschreien. Weißt ja, du, aber der hat ja eine Waffe. Flash reinwerfen ist vielleicht eine gute Idee. Ich zieh Flash. Einer macht die Tür auf und der Peter schmeißt Flash. Okay, warte mal, schmeiß mal Flash rein. Ja, warte. Da rein, ne? Wie soll das gehen? Das ist super eng. Ja, hat nicht funktioniert. Oh Gott! Oh Gott! Ja, nice. Da kannst du keine durchwerfen. Schreien. Die hat doch. Das. Rein. Down on your knees. Oh, oben gibt's auch noch. Ich beleidige sie die ganze Zeit. Ich handcuff sie. Ja, mach das. Ich bleib hier an der Treppe. Ach, das ist nur so ein Pennerlager hier. Ah, Peter. Ich guck links. Ich häng fest! So, es war nur Zivilist. Oh, hier ist eine Locked Door. Oben ist eine Locked Door. Ja, Locked Door kann ich kaputt machen. Pass auf. Ja, ich auch. Überall. Moment, was ist denn hier? Ah, hier ist der andere Eingang einfach. Okay, soll ich die aufmachen? Ja, baller mal ruf. Ja? Wollt ihr nicht erstmal drunter gucken? Ja, guck mal drunter. Also, ne? Also man kann halt vorbei, guck mal, hier ist alles kaputt. Sehen wir da was? Ja, kannst du aufmachen. Okay. Hier ist niemand. Pizza, doch, Pizza. Da ist mal eine Tür. Hä? Hey, die haben eine richtige Party gemacht. Ich könnte mir wirklich vorstellen, so stelle ich mir gerade Brams Wohnung vor. Wenn er jetzt 2 Wochen Urlaub hat. Ja, stimmt. Hier ist noch eine andere Tür auf der anderen Seite. Ja. Oh, die ist auch zu. Warte mal, stopp! Was? Unten. Hier unten. Da ist eine Bombe dran.
Oh, ja, das ist ein Trapwire. Ja, oh, Alter. Hier, knippig. Alter, ich geh mal schnell. Alter, Jay, ja. Boah, gut, dass wir dich im Team haben, Mensch. Ja, ja, gut, dass ich immer nach unten auf den Boden gucke, um durch die Kabel, durch die scheiß Tür zu gucken. Alter, ey. Uiuiui. Aber wenn wir gerade fast explodiert, ja, hier ist nix. Hä, Moment. Ah, doch, das, dann ist ja da auf jeden gar Fall nichts was. Hinter, da ist nix hinter. Das ist einfach die Tür, das ist der Garten wieder. Vielleicht ist da ja eines der Crystal Meth Packages. Hands up! Ich höre da die ganze Zeit wehen. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe da einen gehört hier. Ja, hier in der Garage. Put your hands in the air! Okay, das Level ist riesig, Leute, ey. Oh Gott, ich hab mich verlaufen. Hier ist wir haben, warte mal, das Haus, was wir hier hatten, ne? Hier ist auch noch ein Keller. Also bevor wir jetzt wieder in das nächste rennen. Komm, also das hier hat noch einen Keller, wo wir gerade rausgegangen sind. Okay, ja, das da sollten wir dann erstmal checken. Ah, oh, ich bin tot! Von wo? Wenn du die Treppe runterkommst. Ja, lass mich vor, lass mich vor. Boah, ich hab mich erschrocken. Links oder rechts? Keine Ahnung, ich bin runtergegangen und bin erschossen worden. Eine Frau liegt da. Sepp, ja, sehr gut. Scheiße, ich müsste jetzt wissen von... Ich sehe die, okay, seh die Zivilistenfrau. Ja, aber die ist neu. Ich weiß nicht, ob die Christian gekillt hat. Die Zivilistenfrau, die sehe ich doch hier. Die ist doch gefesselt. Andere Zivilistenfrau. Andere. Ich gucke ins Loch, ob da einer war. Nee, so weit war ich nicht. So weit war ich nicht. Ja doch, du liegst ja hier. Ich sehe dich ja. Kann sein, dass der aus dem Loch geguckt hat. Okay, warte mal. Ich gehe zurück. Aber die hat die eine Waffe? Jay ist runtergefallen. Wollt ihr die nicht mal fesseln? Ja. Ja, ich wollte jetzt nicht währenddessen abgeschossen werden. Genau. Die hat jetzt gerade. Ja, das wissen wir nicht. Wir haben schon. Suspect reported. Ja, ich glaube glaub, wirklich, die, die ist Crackhead. Hat einfach unser SWAT-Man zerstört. Was, können wir den wiederbeleben? Nee, du kannst den nur. Also, ich kann ja sagen, du bist schnell tot. Ich glaube, die hat dreimal geschossen, zweimal getroffen, ich war direkt tot. Aber wie? Ach, die hat doch gar keine Waffe dabei. Okay, Sepp, geh mal vor. Eine M4 habe ich hier gefunden, aber das müsste Christians gewesen sein. Und die habe ich secured als Evidence. Okay, geh mal nach unten. Da, eine Makarov. Alter, sie hat dich mit der Daisy-Standardwaffe gekillt. Das gibt's ja wohl nicht. Belastend. Das war auch schön, die hat mich erschossen und dann hat sie sich direkt hingekniet und ja, ergeben. Und dann sagt die so, nö, war ich nicht. Okay, ich geh runter. Alter, was ist das denn hier, eine Rattenhöhle? Hier wurden gerade seine Ratten. Ja, das ist die Höhle, die ich gekauft hatte. Da kommst du wahrscheinlich unten bei der Tür aus. Also hier ist vor allen Dingen, dass Christian jetzt einfach auch raus ist. Wie hardcore ist die Scheiße? Ja, was denkst du denn? So ist das im Leben. Ich mach mal auf. Nein! Kann ich nicht. Lass mich doch erstmal checken. Ja, mach doch. Kann ich nicht. Warum nicht? Ja, ist zu viel Dreck. Ich kann da nicht drunter gucken. Kannst du oben drüber gucken? Peter, guck mal ein bisschen nach rechts. Kann oben drüber gucken? Ja, wenn du unten drunter gucken kannst, kannst du auch oben drüber gucken, oder? Also ich kann zumindest was drüber werfen, theoretisch. Du kannst gerne... Nee, Peter muss aufstoßen. Aufmachen. Okay, dann macht jemand anders von euch so ein Ding ready. Dann werf ich eine Grenade. Eine alte Shotgun. Auf Zug. Ich werf in 3, 2... Wait, ich hätte auch eine Lockpick. Ach so. Die hat doch jeder, oder? Ja, wenn du jetzt nicht total... Nee, hau mal auf, dann ist die sofort auf. Dann musst du nicht irgendein Minigame oder so machen. Achso, okay. Ich glaube, links ist einer. Cannot kick with battering ram. Funktioniert nicht. Scheiße. Du musst die nur gedrückt halten, das Lockpick. Also ja, ich hab das schon gemacht. Eben. Ist offen? Nein, ist noch nicht offen, aber ich kann sie aufmachen. Ja, dann mach auf. Zähl du runter. Meinst du, das ist instant offen? Okay, Okay, ich öffne in 3, 2, 1. Police, hands up! Oh, das ist wirklich wer? Ja. Oh, die haben ja auch viel reingelassen. Denk doch, die Waffen kannst du alle securen. Ja, okay, das scheint jetzt ich hab ihn clear gekauft. Hier unten zu sein. Mehr sehe ich nicht. Hier, handcuff mal irgendwen. Ich hab ihn gekauft. Ja, mach ich. Boah, ja, direkt da unten getreten, die Sau. Ja. Okay, wir jetzt haben mir gesagt, don't talk to me, loser. Frechheit. Hier ist ja auch noch links was, ne? Warte. Eine habe ich. Die andere auch. Die andere, warte mal, der sitzt da drauf, dieser. Ja, habe ich gemacht, kein Thema. Nice. Habt ihr die Waffen eingesammelt? Nice. Okay, hier ist der Stuff, glaube ich. Hier ist Crystal. Ja. Ja, haben wir. Das ist eine der Packages, haben wir hier gefunden. Die Schmutzbuckel, ey. Sehr gut. Die Flash hat die direkt in Panik versetzt. Ja, das war super. Die Waffe fallen lassen. Okay, warte mal, ich nehme mal wieder mein Schild. Warte, das geht doch nicht vor. Oh Gott. Kommen wir da nicht her? Achso, nee, da kommen wir nicht her.
Hier rechts müsste der. Ah, ne, warte mal, das ist die Kanalisation. Okay. Gesundheit. Gesundheit. Ja, haben sie gehört. Das wäre echt unpraktisch jetzt in so einer Höhle. Hallo, da sind wir. Hier rechts ist eine Tür mit dem X. Höhle. Was haben die denn hier gebaut? Oh, was ist das X? Rechts ist eine Tür mit dem X. Ich gehe mal eben kurz gucken, ob nicht hier einer von der Seite gleich kommt. Und hier, hier ist einer. Er rennt zu euch, er rennt zu euch. Taser ihn. What the fuck? Taser ihn! Ja, der rennt halt. Hab, ich hab da ey, du Wichser! Jetzt renn ich einfach blind hinter dem her. Wo ist er? Wo ist er? Hallo! Stehen bleiben! Wo kommt der denn jetzt hin? Wieso können wir nicht rennen? Ihr könnt, die sind schneller. Also laut Video sind alle Suspects schneller als Junge. Ihr, deswegen. Runter jetzt! Hast du Stück Scheiße! Ja, klar! Oh, Alter, wie der britzelt! Hallo! Lass jetzt mal. Runter ja, da jetzt! Okay, das hat funktioniert. Ja, nice. Sehr gut. Du Wichser! We got this under control. Ja, drei rennen ja, diesem Typen hinterher. Ein Zivilist, der abbrennt! Abbrennt? Gab keine Minuspunkte. Lol. Gab keine Minuspunkte. Ja, ja nice. Sehr gut. Ja, den mussten wir auch stoppen. Also, muss seinen Willen brechen. Gab's da unten noch was? Ich ja, eine Tür, nicht. Die der aufgemacht hat. Wait, sind wir da durchgerannt? Sind wir durchgerannt. Ach, das war die X. Ja, okay, ja, und da, wo der hergekommen ist? Ja, da gucken wir jetzt mal eben. Da müssen wir nochmal gucken. Ja, dann geh du vor, Sepp. Du hast das Schild. Auf einmal kommt der mir da entgegengerannt und sagt so, nope. Hier kam der her. Hier ist aber nur so eine Ecke. Okay, hier ist nichts mehr. Auch kein leuchtendes Meth. Nee. Okay, dann müssen wir jetzt ins Haus. Ob der hier einfach in so einer Ecke in der Höhle ja, da hat er sich was gegönnt, Junge. Der ist gerade auf einem Trip gewesen, deswegen ist er auch abgehauen wahrscheinlich. Ja, ja. Okay, wir haben jetzt das Haus gesichert. Das heißt, wir sichern jetzt das Haus hier am Anfang? Ja, ja. Würde ich sagen. Jetzt kannst gönnen du wir die uns Leiter da hoch? Ja, das habe ich mich auch gefragt, kannst aber ich du glaube die nicht. Nehmen? Nee. Aber du kannst hier durchgucken. Nicht wirklich. Wir sind zu schlecht für sowas. So, die Fenster sind alle verriegelt. Ja, das hattet ihr schon gecheckt wahrscheinlich. Außer da. Oben nicht. Ja, und oben nicht, ne. Also das Hauptding... Also die waren gerade noch kannst beide leer. Kannst du da leer. Oben eine Granate reinwerfen und die einfach schon mal ja, wissen richtig die, damit fertig die machen? Schon mal wissen, dass wir da sind. Ja, das wissen die wahrscheinlich eh schon. Aber ja, würde ich jetzt auch noch nicht machen. Damit clearen wir eigentlich Räume, oder? Außerdem... Okay. Genau, also die sehen beide clear aus. Wir können in beide Räume ja, rein. Lass hier links gehen wir einfach. Zur Haustür. Nee, ja, lass hier links. Gehen wir zur Haustür. Aber hier hin, also ich würde sagen, hier hinten dann lieber ja, hinten ist ein abgeschlossenen rum, oder? Raum. Ja, und da kannst du nicht, da bist du nicht so offen Holland von sollte überall. Sollte safe die sein. Okay, ich piek mal. Hallo? Okay, oh, ein Gastank, schon mal nicht nice. Okay, noch eine Tür, Jay. Boah, die Spinne gefällt mir gar nicht. Nee, die macht gleich. Oh, 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 oh! Sven! Alter. Wir sind ja noch nicht durchgelaufen. Läuft er davor? Hallo, disarm doch mal die Trap, du Sau. Ja, sagt er die ganze Zeit, der Jay. Disarm die Trap! Wie dreckig hier die Bude gemacht habt, ey. Hä? Warte mal, ich mach Junge, mal Junge, durchschneid die Scheiße. Ich mach das mal, Jay, ne? Ich kann das nicht. Ja, guck mal, vielleicht darfst du das auch nur einmal machen. Oder ist ich hab mich voll erschrocken, dass Sepp da voll reinrennt. Oh, ich höre was auf der anderen oh, Seite. Oh, da ist er auf der anderen Seite. Da hab ich schon einen Fuß gesehen. Oh, der hat eine Waffe. Einer hat eine Waffe. Können direkt wir links um die Ecke. Werfen? Direkt links um die Ecke. Mal hinleuchten. Der hat eine, boah, eine Pistole. Können wir da oben durch den Schlitz werfen? Ja, vielleicht. Ich kann nicht probieren. Das sehe ich nicht. Probier mal. Ja, okay, aber stell euch dann schon mal auf der Tür auf, weil wenn ja, der funktioniert, ja, sollte das nicht ein anderer Raum. Da oben links. Ja, direkt links um die Ecke. Das ist ein anderer Raum, oder? Ja, Sepp, ist da, ist, Jay, konntest du sehen, ob nach rechts hin offen ist oder ist da rechts direkt wieder da eine Tür? Da müsste offen sein. Ich hab jetzt auch gesagt, was ist das denn? Ja, aber da ist doch, das ist quasi wie so ein anderer Raum mit einer offenen Tür. Also, ich glaube nicht, dass die da groß geflasht werden. Ja, okay, ja, dann müsste Sepp sollte machen, pieken oder? Und dann sollte man da eine Dingens durchwerfen. Ja, dann machen wir das. Okay. Hast du eine Dingens, ich Jonathan? Hab, da ich eine Waffe habe, würde ich, glaube ich, erst eher zielen und du solltest werfen. Ja, okay, oder? Aber das, ja, ich weiß nicht, ob ich da durchkomme halt. Ne? Ja, letztes Mal hat das nicht so ich gut geklappt. Ich kann auch werfen. Ich kann, dann werf ich. Also, da hast du die Tür auch nicht gut aufgemacht. Wenn du willst. Also ja, einmal du nur pieken. Wirf okay. Du, ich habe ja auch eine Waffe. 3, 2, 1. Das ist ein Lockpick-Ding. Nice. Ist okay.
Ich mach mal die Tür auf. Ich hoffe, dann explodiert mein Jay jetzt nicht in der Hand. Ich kann nicht Lockpick. Ah, doch, kann ich wohl. Hä? Warum könntest du denn? Also, ich warte. Ihr könntet auch. Ich bin bereit. Ich bin sowas von bereit. Okay, 3, 2, 1. Doch, ich kann's auf. Oh Gott! Da sind viele Leute drin. Ihr müsst hinterher, Sepp kann da nicht, Leute. Ja, ich seh nix. Einer ist auf dem Boden. Hä? Was mach ich denn jetzt? Was hab ich alleine vorrennen. Nein, ich renne nicht vor. Hier ist noch einer, den ich auch gedingelst habe. Mein Schild ist komplett weg. Mein Schild fliegt. Alter, okay, jetzt ist wieder normal. Okay, was war das denn? Okay, mein Schild ist auf einmal geflogen. Da ist die Knarre. Ich hab die Knarre gefunden. G19. Alter, wo sind denn hier vier Leute, Peter? Wo hab ich denn vier Leute gesagt? Hab ich dich gerade gehört? Da sind viele Leute drin. Deswegen okay, zwei habe ich aber auch gesagt. Muss man von hinten, wenn du von hinten sichern willst, könnt ihr die Tür verkeilen. Stimmt, macht das mal. Hat einer so ein Ding? Nochmal aufgeht? Ja, ich hab so ein Ding. Nice. Kann man die dann nochmal aufmachen? Ah, bestimmt. Das werden wir herausfinden. Wir müssen ja eh nicht mehr hier raus. Wir gehen durch die Haustür vorne raus. Oh. Tür ist okay, lass mich gucken. Also ich bin dafür, wir sprengen die Tür hier erstmal weg. Brauchen wir nicht, da ist gar nichts. Das ist einfach nur ein kleiner Flur mit einer nächsten Tür. Geh ich rein. Mama, hier hat was gepiept. Ja, die Waschmaschine hinter dir. Als ob die jetzt gerade fertig wird, wenn wir hier rumlaufen. Schade, ich sehe Jay. Oh, cool aus. Oh, das Piepen kann man von rechts, das habe ich auch gehört. Ja, deshalb. Naja, hier sieht, nächster Raum ist auch clear. Sagt er und ich bin tot. Ne, geh mal vor, Sepp. Was ist denn Schild? Wie verarscht. Läuft, wie er komplett durchgeht. Oh, warte. Hier ist eine Tür. Da konnte ich natürlich nicht hingucken. Ich hatte ihr den Raum mal, guck mal hinten links in die Ecke, ich bleibe in der Tür. Ja, hier ist sonst nichts. Okay. Ja, ich sehe durch mein Schild halt. Oh, hier ist eine Treppe! Da ist eine Treppe. Ach, warte, da ist nichts. Rennt weg. Ach, dieses links. Die Zivilistin ist weggerannt, der renne ich jetzt nicht einfach hinterher. Lass erst Erdgeschoss clearen. Ja. Ich deck die Treppe, ihr cleart Rest Erdgeschoss. Okay. Ja, okay. Warte, Jay, hier links ist ein großer Haustür. Raum. Hier ist ein großer Raum. Ja, das ist die Haupttür, hier war eigentlich auch gar nichts. Naja, also da rechts, weiß ich nicht. Du bist sehr optimistisch, dafür, dass Christian sofort umgefallen ist. Ich hab doch hier schon ein paar Mal reingeguckt. Okay. Ich kenn mich doch hier aus mit der Tür. Jay, mach mal. Hier ist die Ziege da draußen. Da ist das... Hier ist der Stuff. Ah, sehr gut. Zweite Paket Meth gefunden. Ja, ausgezeichnet. Diese Tür. Muss das gedrückt halten? Was denn? Wie öffnest du ganz die Tür? Durchlaufen. Ach so, einfach. Ja, okay. Okay, hier ist draußen. Aber okay, wir haben doch die eine Tür extra zugemacht. Hier ist noch eine Tür. Warte mal, wir machen die wieder zu, Jay. Sonst kommt von außen vielleicht einer rein. Okay, hier sind noch Nebenzimmer. Okay, dann gehen wir gucken. Da kommen wir aber durch und dann haben wir links und rechts eine Tür. Okay. Also easy snack. Let's go. Ja, die können ja auch rauspushen, ne? Also. Hier ist ein Klo. Lol. Ich geh mal zur Badewanne, vielleicht ist ja einer drin. Nee, alles cool. Alles gut, okay. Da kann man nach draußen gucken, okay. Einmal das Schlafzimmer checken. Oh! Da ist wer. Ich glaube, der raucht gerade nur sich ein. Okay. Ich denke, es ist ein Zivilist, der hat keine Knarre. Dann nimm du mal den Taser, damit, falls der wegrennt... Lass ihn noch die andere Seite gucken. Oh! Andere Seite Knarre! Oh, dann machen wir erst zwei Leute. Shotgun okay. Und Magnum. Ach du Scheiße. Okay, Peter, wir brauchen Verstärkung. Ja. Okay, dann soll ich dann die Treppe jetzt in Ruhe lassen? Ja, auf jeden Fall. Komm mal her. Dann mach ich zumindest die Tür hier zu. Kannst du noch mal eine Tür hier sichern? Ja, genau, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich hoffe, wir kriegen das wieder auf. Er kommt leider nicht mehr dahin, wo der Keil ist unten, Jay, das ist schon fertig. Du siehst den da unten an der Türe, oder nicht? Dort jammt. Ich sehe den Keil nicht. Da unten links ist der doch an der Türe. Bei mir ist der da nicht zu sehen. Dort jammt, hab ich auch. Ja, weil ich sie gerade zugemacht habe. Okay. Ja, dann ist er okay. Okay. I need you guys. Okay, dann nehme ich wieder eine Flash in die Hand. Jay, ein Shotgun wahrscheinlich am besten. Wie besser ist das. Von den Dingern? Also links Shotgun, geradeaus direkt der
Mit der Magnum. Okay. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1. Ist verschossen. Das kann nicht sein, ja. Was ist denn das für eine Kacke? Also, sie sind auch echt unfähig. Warum steht denn das vorher nicht da? Ich will halt nicht vorher F drücken. Also, der fühlt dann quasi, ob die verschlossen ist oder nicht. Okay. 3, 2, 1. Flash raus! Alter, ich flash doch! Alter, der hat jetzt direkt reingegangen und hat auf Sepp angegriffen. Ja, aber ja, Sepp auch. Also da lasse ich gar nichts hier auf mich kommen, ja? Die haben angegriffen. Der hat geschossen. Boah, der hat mich voll die Fresse weggeschossen. Holy shit. Wo ist denn der zweite? Ihr dürft doch noch nicht direkt, wenn du die Tür piekst, darfst du auch nicht direkt reingehen, Sebastian. Sepp ist direkt reingegangen und dann kam dir entgegen und dann habe ich geschossen. Ja doch, sonst kannst du ja nicht reinwerfen, Peter, wenn ich nur die... Doch, du kannst die gepiekte Tür machen. Aber vorhin hat Peter daneben geworfen. Ja, weil Peter ein Noob ist. Ja, also okay, probieren wir gleich nochmal. Ich dachte, vorhin lag das da dran, dass die Tür nicht weit genug offen war. Okay, beide tot oder was? Ja, die haben halt beide geschossen auch, ne? Also mein Schild hat mir klar, also ich hab schon attackiert, ne? Also vielleicht sollte ich hier besser mit meiner Waffe stehen und die Pfeffer dingensen. Na, wieso denn? Dann töten wir die Leute nicht direkt. Ja, aber die haben ja angegriffen. Wir hätten noch warten müssen, aber ich hätte sie ja trotzdem entwaffnen können, ohne die zu töten. Ja, bis die Flash gezündet hat und die so distracted, dass sie halt mit meiner Waffe nicht durch die Tür reingehen können. Mit meiner Waffe töte ich ja nicht. Oder so, Peter. Weil das hier, waren wir hier schon durch? Aber kommen wir gar nicht durch. Nee, da kommen wir nicht durch. Okay, auf der anderen Seite war ein Zivilist hier. Okay, Jay, nimm den Taser mal. Nee, ich benutze lieber meine Waffe. Ja, okay, benutze deine Waffe. Okay. Ich flash rein. Ja. Kick mal nur. Okay, jetzt mal rein. Ja, noch ein Stück hier? Oder kannst du noch? Nee, kannst dann muss ich reingehen. Mehr kannst du nicht. Deshalb bin ich ja reingegangen. Ihr könnt hier auch eintreten, ne? Nice, Jay. Ja, okay, aber die ist jetzt super klein nur offen. Also die war gerade sonst viel mehr Tritt offen. Tritt die Tür doch einfach kannst auf. Kannst du noch ein bisschen mehr pieken? Ja, wenn ich da reingehe, so. Ach so, ja, okay. Dann okay, ist natürlich gefährlich. Hä? Also ihr könnt die Tür auch auftreten, ne? Wie denn? Ja, das wäre wahrscheinlich auch smart. In der Mitte musst du die dann angucken. Du musst dann halt woanders hingucken. Ah, okay. Na gut, das kann ich aber mit Schild, glaube ich, nicht. Aber dann fliegt die ja genauso auf, wie wenn ich da durchgehe, ne? Ja, nur, dass du dann nicht in der Tür stehst. Ja, ist doch super, dann kriegt die überhaupt nichts ab. Also sonst wäre einer auf jeden Fall gestorben mit der Shotgun. Ja, da bin ich mir aber nicht so sicher. Wenn er an mir vorbeigeschossen hätte. Hätten uns doch seitlich von der Tür positionieren können. Einer tritt die auf und geht direkt zur Seite. Dann werfen wir eine Flash hinterher. Sieht safe aus. Schon ziemlich direkt geschossen. Jetzt müssen wir dann oben, gehen wir zur Treppe, ne? Okay, wie kommen wir denn jetzt hier wieder durch? Ich sehe das Ding und kann das entfernen. Ja, dann entfern das mal. Ich kann das nämlich nie entfernen. So, ist entfernt. Sehr gut. Da ist ein Tool! Leute, da ist er! Okay, vielleicht bin ich jetzt mal davon ausgehen sollen, dass das vielleicht immer noch die Leute clear sich bewegen ist. Können. Ja. Was passiert ihr denn? Ich guck auf die Tür. Ja, durch die Tür kann keiner kommen, sondern nur durch Fenster. Die Treppe. Wieso kann ich hier jetzt auch schon einer reingegangen sein? Ja, da haben wir doch auch dicht gemacht, die Tür dahin. Ja, aber die können doch von der oben Treppe da reingegangen sein. Ja, richtig. So, ja, stimmt. Wir sollten jetzt hier nochmal clearen. Ja, hast recht. Okay. Schildman. Wo denn also hier? Geht durch, ich guck auf die Treppe. Einmal sicherheitshalber hier nochmal clearen, wo wir schon mal geclearet haben. Hier ist noch unser Dude, unser Freund, ja. Nee. Hier ist noch ein Freund. Alles cool. Okay. Schon wieder gepiept. Die werden bestimmt gewarnt. Ist aber schon exciting hier, okay, ne? Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen, das wird dangerous. Schmeiß aber ach, du Kacke, ich wollte auch gerade sagen. Ist hier links einer? Oh, hier links geht's auch rum. Oh, fuck. Ich flash hier mal rein, weil die ist schon hier offen. Hier ist jemand. Okay, die geht runter. Hier sind mehrere. Okay, hier sind mehrere. Die Tür sieht gut aus. Zwei Zivilisten. Ich mach mal eben die eine hier. Wo ist denn die andere Zivilisten? Hinten durch. Okay. Links ist die Tür noch gefährlich. Links ist eine Tür, die kann einfach aufgehen und Leute können rausschießen. Guck mal, ich bin hier. Hier ist eine Tür. Jetzt geh einer mal die Zivilistin machen. Ja, bin unterwegs. Tür. Noch eine Person. Aber wieso sind da so viele, Alter? We've got this under control. Beweg dich! Oh
Okay, hier ist noch eine Tür. Meth-Heads ein größeres Haus, als ich mir jemals leisten könnte. Ja. Ja. Das ist eine verdammt gute Frage. Aber das ist doch eine Riesen-WG, da wohnen ganz schön viele Leute. Also wenn du das runterbrichst, glaube ich, geht das aber vom Monatsbeitrag. Hands up! Da ist. Oh, der hat seine Waffe fallen lassen. Sehr gut. Hands up now! Oh, krass, dass du hier auch einfach reingegangen bist, so, ohne dass wir vorher gecheckt haben. Ich hab doch ein Schild. Alter, das ist krass. Drei Leute auf der anderen Seite, ich glaube, die haben Sex oder wollen gleich Sex haben. Ja, ist Hammer. Können wir aber aufmachen, das ist easy. Okay, wenn die bumsen, dann. Könnt ihr mal üben, die aufzutreten? Achso, ja. Ja. Alter, die machen wirklich hier so Rollenspiele und so. Das ist ein Kind! Das ist ein Kind, so. Leute. Oh. Was sag ich doch, Rollenspiele? Das hab ich nicht gesehen. Also. Ich hab nur die Füße gesehen. Alter, ist das Kind gerade am Sterben? Ja, das ist am Bluten! Das spuckt Blut! Das stimmt, das spuckt Blut. Vielleicht hat's einfach ein bisschen Meth gegönnt. Alter, was können wir denn da jetzt machen? Können wir irgendwas. Wollte ich gerade sagen, kannst du sie tasern, wiederbeleben? Hands up! Das ist doch wie Defi. Alter, wie wir um die rumstehen und alle Herzen abschreien, weil wir hoffen, dass wir irgendeine Interaktionsmöglichkeit mit damit haben. Okay, warte mal, wo kommen wir jetzt her? Da kommen wir her. Können, glaube ich, nichts machen. Haben wir alle. Der hat hier noch eine Tür. Sieht clear aus, aber rechts ist eine offene Tür, wo ich nicht durchgucken kann. Okay, dann. Ich mach mal auf und du trittst sie mal auf, okay? So, jetzt trittst du mal auf. Nein, du kannst sie direkt auftreten. Ach so. Kannst du jetzt auch. Da kann ich halt nicht rein. Hier ist ein Badezimmer. Hier ist einer mit der Waffe. Alter, ich habe einfach absichtlich nicht daneben geschossen. Ich hab sie geboxt. Peter hat ihm seine komischen, seine Plastikkugel gegeben. Ich hab absichtlich daneben geschossen. Sehr gut, guck mal, das kriegen wir auch so hin. Ja, und ich hab sie geboxt. Angst zu machen. Mega, ey, wir haben die richtig fertig gemacht, die Alter. Nice. Jay, wie absichtlich waren daneben? Das schießen. War absichtlich! Hey, das sieht man doch, volle Kanne! Mhm. Dass ich voll absichtlich daneben schieße. Okay, ein paar Räume haben wir noch. Also, ihr könnt nicht nur Tür. Also, ich wette, Jay kann doch mit der Shotgun die Tür aufmachen. Hier ist aber auch noch eine Tür, oder? Ne? Ja, es gibt eine extra Tür-Shotgun. Ja, die habe ich gerade zugemacht. Dahinter war nichts. Vorhin. Achso. Da habe ich nämlich schon einmal reingeflasht. Okay, dann hau mal auf. Ja, warte. Ist sie abgeschlossen. Put your hands up in the air. Yeah. Put your hands up in the air. So, Sepp, wir probieren jetzt mal was. Geht mal weg von der Tür. Nee, erstmal guckt Jay da. Oh, da sind Füße. Ich sehe nicht, ob sie bewaffnet sind oder nicht, die Füße. Bewaffnete Füße? Alter, diese auch. Okay. Am ist gewired. Oh, dann nehmen wir eine andere Tür. Ich bin ziemlich sicher durch. Gewired sein. Also das sieht zumindest sehr nach Wire aus, wenn ihr mich fragt. Ja, ja. Und eine zweite Tür. Hier probieren, genau. Wir könnten hier probieren, Sepp, du stößt die auf und gehst direkt an die Seite. So, oder warte, bleibst mal. Auch von mir vielleicht aus. Ist sie auch gewired? Ja, ja, ich meine, nachdem wir durchgeguckt haben. Also warum sollte ich die auftreten? Weil ich kann die mit dem Schild nicht auftreten. Ah, du kannst sie nicht auftreten. Mit C4, Christian. Ich kann C4. Links um die Ecke ist wer, also einfach flashen, Tür auftreten, flashen oder sowas. Ja, okay. Wer kann denn die Tür auftreten? Sicher, dass du das nicht kannst, Sebastian? Ich kick, naja, wegen der Dings wahrscheinlich. Cannot kick door with ballistic shield, steht hier ganz klar. Okay, ich kick auf, du schmeißt, Peter. Ja, okay. Ich bleib hier stehen und cover. Links. Ganz down, sehr gut. Ja. Okay. Wieder verhaften. Bin dabei. Ist offen. Get your hands off me. Okay, Jay, lockpicked. Nice. So, haben wir jetzt haben wir, glaube ich, alles geschafft. Nee, fehlt doch. Alle nicht? Objectives sind abgekreuzt, ja. Ach wenn so, ihr mal okay. Tab drückt. Also nice. Ach, das war kein fertig. Neuer Raum. Mission soft complete. End the mission. Page up, vote yes. Page up, vote yes. Easy snack. So, jetzt kriegen wir nämlich noch ein Rating hier. Wie gut waren wir denn? Alter, wir waren richtig gut. Ja, wir haben nur einen. Ja, wir haben leider einen verloren, ne? Ja, das die Penalties werden noch reinbumsen gleich. Ja, glaube ich nämlich auch. Okay, erstmal A, was super ist. Ich glaube, keine Penalties. Gibt keine, irgendwie, ne, gibt nicht. What?
Wir haben einen verloren, Junge! No, ja, aber das wir nicht abgeschaltet, hey, das abgeknallt, ganz, sondern. Ganz unten steht No Officers Injured. Ja, okay. Zwei, du bist nicht verletzt. Du bist getötet worden. Genau, zwei von ja, drei. Ja, das ist egal. Also, das. Ich habe aber den reported, den Downed Officer. Also, da gab es nochmal Pluspunkte für. Ja. Wie doof ist das? Okay. Penalties sind nur für Illegal Force. Okay. Ja, dann nimmt man doch mit, oder? Ja, ja, das ist mega gut, voll, ey. Das ist unsere erste Runde. Ja. Alter, Ready or Not, ey, wir machen alles weg. Das war mega unsere gut. erste Folge, Ready or Not. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Wir auf jeden Fall. Lasst es uns wissen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Tschüss.